Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords bei 4X, auf 4X Beziehung mit mir, Maxi, und wir wollten... Ja, was wollten wir jetzt eigentlich? Ich habe nämlich, als ich die Aufnahme davor gemacht habe, erstmal 3 Stunden, 4 Stunden gepennt. Genau, wir wollten unsere Sachen holen. Und dann werden wir uns nachher hier mal ein bisschen umgucken, weil ohne Waffen und Diversen ist halt scheiße. Und... Ja, ich trinke kurz keinen Schock, nicht wundern. Irgendwann dessen bewegen wir uns mal. Und was habe ich vor? Das sind zwei Händler. Aber bevor ich jetzt mit beiden quatsche und mir die Inventar angucke, nur er hat was wirklich Interessantes für uns. Ja, komm, das überspringen wir mal. Die labern halt kurz, dass er ein geilerer Verkäufer ist. So, wo ist er? Eine Machtlanze wäre halt auch witzig. Aber... Er hat einen Kristallgelben. Nein, warum hat er jetzt einen gelben? Ich habe diese Aufnahme nämlich schon mal gemacht, aber ich fand die Aufnahmen scheiße. Weil irgendwas war, ich weiß nicht mehr warum. Und da hatte er dann einen silbernen. Und wir hatten ja mal ein silbernes... Oh Mann, warum hat er denn jetzt einen gelben? Ach, scheiß drauf, nehmen wir. Das ärgert mich jetzt. Ja, haben wir jetzt halt einen gelben Kristall, aber das ist doch what the fuck? Also, Computer... Schalldrucksensor haben die uns nicht abgenommen. Nice. Oh, was geht hier ab? Konata della Laguna Tuna. Dai rinto runka urekere papanala ranchinka. Derace ue minuto to orere seni senten. Für mich und meinen Partner sah das nicht nach einem Unfall aus. Eher als wolltest du ihn zum Narren halten. Charanana Gundoso, Remina Kelorakto Guru Katpada, Fedoratora Padano, Ringatel Kamarada Telefibu Nubu de Vitarana, Chenirada. Nicht einmal eine Entschuldigung? So geht das nicht. Ey, was geht hier vor sich? Dieser Solostana hier hat Dinge über uns gesagt, die uns nicht gefallen. Wir versuchen nur, uns mit ihm zu einigen. Ich möchte seine Version der Geschichte hören. Tana Besorankati, Gona Rimpangsimi Sanchara, Gola Marakta Dun. Du siehst mich in Falarcelsen, Killer Folorondon. Der Rantasha, Beni, Hulen, Benzelrente. Du sane, Gravalantro, Que Wapa Teratana, Chingradana. Teriwana Jun, Conata de la Guna Tuna. Dai Rinto Runka, Rekere, Papanala Ranchinga. Der Racha, Wemenoto Torere, Senesenten. Das hat nichts mit dir zu tun, Fremder. Geh einfach weiter und kauf dir in der Kantine was zu trinken. Ich lasse nicht zu, dass ihr Hand an ihn anlegt. Oder Hand an ihn legt. Na, so ein Glück. Da will jemand den Helden spielen. Warum verschwindest du nicht einfach, bevor du dir wehtust? Ich will nicht mehr euch kennen. Können wir nicht darüber reden? Ehrlich, es gibt nichts zu besprechen. Es ist nichts geschehen hier. Ihr habt ein paar Credits, lasst in Ruhe. Soll das ein Witz sein? 100 Credits? Warum verpisst du dich nicht endlich und lässt uns das regeln? Dann hättest du dich nicht einmischen dürfen. Oh Mann. Immer wollen die Leute aufs Fressbrett. Ah, das ist klar, rauf da. Wird uns nicht lange aufhalten. Söldner. Komm her. Okay, der zeigt sich wenig beeindruckt dadurch. Oh, danke. Ja, bitte. Warum dürfen die das? Ihr solltet gehen, falls ihre Freunde sie suchen. Kommen. Behaltet eure Credits. Und noch mehr helle Seitepunkte. So. Für die, die es interessiert, es kam jetzt eben eine Cutscene, weil wir scheinen so viele helle Seitepunkte mittlerweile zu besitzen, dass die dunkle Seite auf uns aufmerksam geworden ist.
Man hat nämlich eine Art Sternzerstörer gesehen. Also stellt euch sie nochmal wie die Sternzerstörer aus 4 bis 6 vor. Und ja, aber halt in ziemlich zerstört. Es ist nur ein einziger. Wo eine rote Frau, ich denke mal eine Sith, sitzt und uns erkannt hat, uns gesucht hat. Und sie geht zu ihrem Meister, der halt sauer wird, sie losschickt und uns jetzt suchen soll. Also, es wird vielleicht irgendwann mal Ärger geben. Und wir gehen mal in die Kantine. Rennmeister, Mabladuel, Leute, Matu. Ah, dann seid ihr der Jedi, von dem alle reden. Ich hoffe, ihr habt nicht schon wieder Ärger mit der TSF. Kann ich euch helfen? Vielleicht wisst ihr nicht, wer ich bin. Nicht, dass ich wüsste. Ihr wart nicht lange auf der Citadel Station, oder? Gestattet ihr, dass wir uns vorstellen? Ich bin Bennock. Ich bin für die Sicherheit von Lopax Lask verantwortlich. Ihr kennt ihn doch, oder? Diese beiden Herren hier sind Matu und Nahata, Slasks beste Männer. Außer mir natürlich. Ach, lasst sie in Ruhe, Bennock. Wenn ihr gegen sie antretet, muss ich auf sie setzen. Kein Grund, gekränkt zu sein, Luxa. Ihr seid gewiss die stärkste Frau von Slask. Es ist eure Haut, Bennock. Ich warne euch nur. Slask kann euch jederzeit ersetzen. Ich will keine Ärger. Ich bezweifle, dass ihr dazu in der Lage wärt. Mit Luxa zu diskutieren macht nun wirklich keinen Spaß. Gehen wir. Luxa also, ne? Dann sprechen wir doch mal mit Luxa. Hallo. Frisches Blut in der Kantina. Wohlbekomm's. Eure Drinks gehen auf mich. Wir sollten reden. Später. Wenn ihr so fragt, Schätzchen, solltet ihr es lieber nicht wissen. Ich sag euch was. Macht euch ein schönes Leben. Und falls wir wieder mal Geschäfte machen sollten, könnt ihr auf einen kleinen Plausch vorbeikommen. Ich gehe. Ja, alles klar. Anderen Soldat Republik. Oh, das könnte witzig werden. Warum habt ihr ein Problem mit der Republik? Es ist ja nicht so, dass Onderon von dem Anschluss nicht profitiert hätte. Das war einer der dunkelsten Tage unserer Geschichte. Talia hat Onderon an die Republik verkauft. Und was haben wir dafür bekommen? Nichts. Als Lohn für das Blut unserer Soldaten wurde der Wohlstand von Izitz geopfert, um tote Planeten wie diesen zu dekorieren. Aber wenn es die Republik nicht gäbe, würdet ihr heute alle Mandalorianisch sprechen. Und weil wir die Hilfe der Republik angenommen haben, sollen wir ihr ewig verpflichtet sein? Ihr tut ja gerade so, als hätte die Republik Onderon zu einer Gefängniskolonie gemacht. Vielleicht. Nur, dass die Republik uns nicht einmal erobern musste. Unsere eigenen Leute haben uns verraten und der Republik alles gegeben, was sie wollte. Tja. Das wird noch richtig witzig mit Onderon. Da ist auch noch ein gammliger Telosianer. Die Tscherka-Söldner geraten immer mehr außer Kontrolle. Boah, wie oft die TSS ist völlig überfordert. Wir brauchen republikanische Truppen, um die Ordnung wiederherzustellen. Urundfalt. Das ist übrigens Deton Head, aber den werden wir noch nicht ansprechen. Das ist nämlich der Tweet wegen dem Tweedek. Kann ich etwas für euch tun? Der Tweedek aus der letzten Folge hat uns ja gebeten, mit ihm zu reden, aber das werden wir noch nicht machen, weil ich dazu noch ein paar Vorbereitungen treffen muss. Das könnt ihr mir über die Shaka Corporation sagen. Tja, wir sind das einzige Unternehmen, das auf der Citadel Station operiert. Wie sagt man so schön? Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wenn sich diese Telos-Sache auszahlt, sind wir im Geschäft. Falls es Lawson nicht vermasselt. Telos-Sache? Wie meinte die Planetensanierung? Ja, im Moment ist das Ganze ein reines Spekulationsobjekt. Aber wenn die Sanierung funktioniert, wird die Republik solche Projekte auch auf anderen zerstörten Welten planen. Hoffen wir zumindest. Wenn wir uns in den Prozess einschalten können, stehen der Tscherka Corporation in Zukunft große Gewinne ins Haus. Wie profitiert die Tscherka Corporation vom Sanierungsprojekt? Im Rahmen des Vertrages für einen Planeten wie Telos ist die Tscherka Corporation befugt, die natürlichen Ressourcen des Planeten auszubeuten, um das Projekt zu finanzieren. Hinzu kommt, dass sich mit dem Senat leicht verhandeln lässt. Er wirft ungeniert mit Credits um sich. Die angespannte Finanzlage der Republik scheint niemanden zu interessieren. Und natürlich kann die Tscherka Corporation auf neuen Planeten neue Märkte für ihre Produkte erschließen. Alles in allem sind wir sehr zufrieden. Erzählt mir von Lawson. Jana Lawson. Diese Frau ist...
Ach, vergesst es. Sie ist meine Vorgesetzte, das ist alles. Früher oder später macht sie einen Fehler. Dann schlage ich zu. Was für Fehler? Seid ihr wohl ein wenig neidisch? Was wisst ihr denn schon? Ihr habt euch nicht mühsam nach oben gearbeitet, um endlich für eine Führungsposition vorgeschlagen zu werden, die euch dann eine Frau vor der Nase wegschnappt, die über Leichen geht. Sie hat ihre Finger in zu vielen schmutzigen... Hey, ich hab wohl zu viel getrunken. Mhm. Ich sollte nicht mit euch darüber reden. Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist sehr interessant zu wissen, weil uns das die ganze Arbeit oder die ganze Situation zwischen Diana Lorso und Sholo Habat zumindest die Wahl einfacher machen lässt. Oder uns die Wahl dadurch einfacher gemacht wird, denn Diana Lorso wirklich so viele geschmierten Dinger am Laufen oder schmierige Dinger am Laufen hat. Ich habe schon wieder nicht geguckt, aber ich glaube um halb habe ich die Episode angefangen. Ja, ach komm. Haben wir noch so ein bisschen was. So. Willkommen an der TSF-Station des Unterhaltungsmoduls 081. Wie kann ich Ihnen helfen? Lieutenant Gren sagte, ich könnte hier die Ebon Hawk und meine Sachen abholen. Ich rufe sofort die nötigen Informationen ab. Einen Moment bitte. Die Suche läuft. Einen Moment bitte. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ebon Hawk verschwunden ist. Die TSF glaubt, sie wurde gestohlen und ermittelt in dem Fall. Was meinst du mit verschwunden? Gestohlen, wie ist es, was meinst du? Die Ebon Hawk scheint auf die Oberfläche von Telos überstellt worden zu sein, anstatt in das Asservatendock. Weder Auftraggeber noch exakte Zielpositionen sind bekannt. Ferner befindet sich das Schiff an keinem der von der Regierung autorisierten Landeplätze. Ich vermute, dass es gestohlen wurde und jemand die Aufzeichnungen der TSF modifiziert hat. Ich wusste es. Dieser dämliche T3 hat unser Schiff geklaut. Er fliegt vermutlich gerade durchs All und lacht über uns. Über mich. Das ist unwahrscheinlich. Ihr Droide mag zwar verschwunden sein, aber alle ankommenden und abfliegenden Schiffe werden von einem Satelliten verfolgt. Die Ebon Hawk hat dieses System nicht verlassen. Warte mal. Du sagst, das Schiff ist auf der Oberfläche von Telos? Das gibt's doch nicht. Die Atmosphäre außerhalb der geschützten Sanierungszonen ist kontaminiert. Wo kann man denn da landen? Es tut mir leid, mehr Informationen habe ich leider nicht. Natürlich können Sie bis zur Klärung des Sachverhalts in Ihrem Quartier im Wohnmodul 082 bleiben. Hast du etwas über unser Schiff in deinem System? Glücklicherweise wurden Ihre persönlichen Gegenstände in der Waffenkammer verwahrt. Ich werde die Tür öffnen, damit Sie sie abholen können. Sie finden sie in den Sicherheitsschränken. Jetzt habe ich halt das angeklickt, ob ich meinen Scheiß wieder haben kann, aber das ist auch... Okay, hast du nun was über unser Schiff? Aus der Peragus-Mine kam eine Anfrage bezüglich der ID-Kennung der Ebon Hawk. Alle Daten, die zur Beantwortung der Anfrage gesammelt wurden, wurden allerdings gelöscht. Vermutlich wurden die Informationen entfernt, als der Überstellungsbefehl für das Schiff manipuliert wurde. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin nicht qualifiziert, diese Frage zu beantworten. Es ist aber unwahrscheinlich, dass jemand ohne fremde Unterstützung ein Raumschiff aus der Obhut der TSF stehlen kann. Wenn ihr Schiff gestohlen wurde, weiß die Exchange vermutlich etwas über den Diebstahl. Ich kann Ihnen nur raten, in Ihrem Quartier auf Neuigkeiten zu warten. Tja. Erzähl mir von der Exchange. Die Exchange ist ein großes, intergalaktisches Verbrechersyndikat, das versucht, in der Citadel Station Fuß zu fassen. Vermutlich wollen die Herrschaften möglichst eng mit dem neuen Telos-System verbunden sein. Gerüchten zufolge ist die Bumani Exchange Corporation im Wohnmodul 082 nur eine Fassade für die Niederlassung der Exchange auf der Citadel Station. Hast du etwas über unser Schiff in deinem System? Nein. Außer Ermittlungen anzustellen und ihnen eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung zu stellen? Nein. Wie wäre es, wenn ich hier warte, während du mir ein anderes Schiff besorgst, bevor jemand verletzt? Nein, dann gehe ich jetzt.
Ja gut, nehmen wir erstmal unseren Scheiß wieder. Ist ja schon immerhin etwas, dass wir das Zeug wieder bekommen. Und wie viel in so einem Spind reinpasst, ist immer erstaunlich, ne? Letztes Mal habe ich auch etwas Bestimmtes bekommen. Ich hoffe, dass ich das jetzt wieder bekomme. Aber... sieht momentan noch nicht so aus. Athens gerippte Jacke. Gerippte Jacke. Was hat er denn da eben an? Ne, habe ich diesmal nicht bekommen. Scheiße! Oh Mann. Na, wobei ich habe den anderen Spielstand noch da, aber... Nein, auf den werde ich jetzt nicht mehr zurückgreifen, jetzt wo ich schon hier bin. Ja gut, dann rüste ich erstmal wieder die Leute aus. Mit der Atemmaske wieder. Du hattest die Cherke-Handschuhe bekommen. Also ich habe die Cherke-Handschuhe bekommen. Dann habe ich das Pheromon-Implantat erhalten. Mein Armband und einen mandalorianischen Nahkampfschild. Dann habe ich... Okay, was habe ich denn bekommen? Ich glaube den Kardioregulator, wovon ich 2 Stück habe. Warum auch immer. So, dann kriege ich das Vibro-Schwert, welches ich schon abgedatet habe. Ja. Und dann rüste ich mich nochmal mit einem Vibro-Schwert und einer Vibro-Klinge aus. Auch wenn ich es noch nicht nutzen werde. So, Kraya erhält ein Vibro-Schwert und eine Vibro-Klinge. Hält das Vibro-Schwert und den Plasma-Brenner, dass sie uns Türen aufmachen kann. Dann hat sie mal einen Nützlichkeitsfaktor. Kriegt sie Bewusstsein, sie kriegt isolierte Handschuhe, wofür auch immer. Nein, das kriegt sie nicht, das kriegt Ethan. Dann kriegt sie ein arkanisches Energieschild. Wenn du meinst. Kriegt sie ein Energieschild und ein mandalorianisches Nahkampfschild. Und sie kriegt Adrenalinverstärker. Wobei, gibt ja auch so ein Cardio-Implant. Dann passt das. So, und Ethan, du kriegst Ethans gerippte Jacke. Oh! Aber auf Kack, du kriegst das Ding. Den schweren Kampfanzug. Du kriegst, wo ist es? Den Tarnfeldverstärker, du kriegst einen Tarnfeldgenerator, du bekommst ein Energieschild und ein Minenschild. Wobei, wird eigentlich nicht gebraucht, du kriegst noch ein Energieschild. So viele Energieschilde wie wir haben, ist es egal. Refleximplantat kriegst du, Exchange, Freizeithandschuhe, auf Computerkenntnis, Sprengstoffeinsatz, Sicherheit. Sicherheit ist halt für das Tarn. Und dann bekommst du erstmal wieder 2 Minenlaser. In die Hand gedrückt und dann war, glaube ich, der Ionenkarabiner sehr stark. Oder war es der Blasterkarabiner? Destruktorkarabiner? Es war der Blasterkarabiner. So. Jetzt, wo wir wieder gerüstet sind und ich leider nicht die tolle Jedi-Robe bekommen habe, weil da ist ab und zu noch Scheiß drin, den wir nicht bekommen haben, können wir jetzt erstmal zur Cherka Corporation und zu Chodo Habat, mit denen mal eine Runde abschnacken, was sonst noch so läuft. Deswegen Schmitzi Katz geht jetzt hier. Ja, Telos. Das ist eigentlich immer so ein Abschnitt, den habe ich lange Zeit gehasst, bis ich dann, als ich das erste Mal gespielt habe, ich habe Telos gehasst, ne. Aber, hey. Gehen wir erstmal zu den Cherkas ins Büro. Wobei mir die alte nicht mehr ganz geheuer ist. Guten Tag, ich bin B4D4, Verwaltungsassistent der Cherka Corporation auf der Citadel Station. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja.
Ich möchte zu Yana Lawson. Was, nee, was könnt ihr mir über die Chaka Corporation sagen? Die Chaka Corporation engagiert sich in vielen Systemen. Sie stellt unter anderem medizinisches Gerät und Waffensysteme für Raumschiffe her. Auf Telos arbeitet das Unternehmen an einem Sanierungsprojekt, das als Modell für weitere Operationen dieser Art dienen soll. Mhm. Na, ich würde gern zu Yana Lawson, ne? Ich bin B4D4. Verwaltungsassistent der Chaka Corporation auf der Citadel Station. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Yana Lawson. Natürlich, sie erwartet Sie. Gehen Sie einfach durch die Tür und den Gang entlang. Rechte Seite. Dankeschön. Diese gleich. Er wollte mir schon sagen, dass das Spiel abgeschmiert ist. So, und hier laufen auch diese ganzen Söldner rum. Das ist ja ganz toll. Yana Lawson. Ich wusste, dass ihr irgendwann kommen würdet. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns noch einigen werden. Aber wo sind meine Manieren? Im Namen der Chaka Corporation möchte ich euch auf Telos willkommen heißen. Was habt ihr zu den Beschwerden der Etorianer zu sagen? Ich habe beschlossen, den Etorianern zu helfen. Ihr wollt mir ein Angebot machen. Worum geht es? Unser Hauptanliegen hier auf der Citadel Station ist der Wiederaufbau von Telos. Die Republik will Telos als Vorbild für ähnliche Bemühungen in anderen Systemen revitalisieren. Zwar wurde ein großzügiges Budget für das Telos-Projekt bewilligt, aber Chodo Habat und seine stümperhaften Etorianer haben den Großteil des Geldes verschleudert. Budget? Bei einem Projekt dieser Größe sind sorgfältige Planungen und ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen das A und O. Aber das will nicht in Habats Kopf. Trotzdem ist die Chaka Corporation zuversichtlich. Es gibt viele Aufgaben, bei denen wir Hilfe brauchen könnten. Mit eurer Erfahrung könnt ihr euch ein stattliches Zubrot verdienen. Zubrot? Ich denke darüber nach. Ich hoffe, euch bald zu sehen. Dann gehen wir mal zu den Etorianern. Bin mal gespannt, was die halt zu sagen haben. Ein Budget. Okay. Aber warum hat die Republik kein gutes Budget zur Verfügung gestellt? Ich meine, Budget hin und her, ne? So, dann mal auf zu den Etorianern. Da drüben ist übrigens in Sitz der Exchange. Wo wir aber auch noch zu kommen werden. Also ich werde jetzt nicht alle Sachen abklappern, wo ich weiß, dass wir noch dahin kommen werden. Dann mal auf in den Etorianer-Komplex. Mosa schickt mich. Ich soll mit Chodo Habat reden. Ja, dann mal auf zum guten Chodo Habat. Ich finde den Namen halt so eher witzig. Ihr habt meine Ankunft gespürt? Er hat gesagt, er könnte mich heilen. Einst spürte ich die Macht und sie kehrte langsam zurück. Vielleicht, wie könntet ihr mir dann helfen? Wenn du das,
Ich höre immer nur könnte und vielleicht. Es ist anmaßend, von Heilung zu sprechen, während die Welt in eurer Obhut brennt und stirbt. Vielleicht könnt ihr helfen. Aber alles hat seinen Preis, nicht wahr? So langsam geht mir Cram mit ihren Anmaßungen hart auf die Eier. Ich würde gern eure Meinung darüber hören. Probleme mit der Chaka Corporation, oder? Ja. Verschwunden, wie? Ich kümmere mich darum. Aber die scheinen mir irgendwie ein bisschen mehr Hilfe zu brauchen als wirklich die Chaka Corporation, weil, wie gesagt, das, was wir auch in der Cantina von Yana Lawso gehört haben, muss ich nichts zu sagen, oder? Die scheint nicht gerade Vertrauen in Person zu sein. Okay, sehr interessant. Oh, wir sind also ins Dockmodul 052. Wenn mir jetzt. Weil das Unterhaltungsmodul 128, das Wohnmodul 082 und das Dockmodul, ja. Nee, Unterhaltungsmodul 081. Weil zum Dockmodul müssen wir hier dran vorbei. Ich habe mich immer als Kind gefragt, was ist da oben? Und ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kam da nochmal was, wahrscheinlich aber auch nicht mehr. Naja. Und wenn, wird es kein Beinbruch sein. Wenn wir da jetzt nicht ankommen. Da geht's übrigens zum Dockmodul 125. 126, scheiße. Habe ich mich doch verraten. Ihr seid also Habats Botenjunge. Hm? Ich wollte ja gar nicht vorlesen, sorry. Ja, ich helfe den Etorianern. Yatuka uwanrika chotin wanima urata wakata chiluma lispa. Mir geht es nicht ums Geld. Wisomogo dosi sheba denteskun mostovi gita yavach piktareshan. Vielleicht nicht, aber die Chaka Corporation ist nicht besser. Drava krita punto do umpi konkili na chati nukoso boramwe masoko chiro. Dancha ita wiche dumpa kavanekun no ba kinect ma winbo krata mebilan. Huta yanolia, jukta genichu ba wonki na jung winoton ma no mi vrita.
Was hat die Chaka Corporation zu bieten? Ich überlege es mir. Hallo. Alles klar. Warum? Man kann auch mal so einen epischen Abgang machen. Aber ich würde sagen, das reicht auch wieder jetzt. Wir haben wieder eine halbe Stunde. Deswegen danke ich euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächstes Mal bei...